Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden Mafia Definitive Edition spielen, so dann einmal auf Story. Neues Spiel. Ich bin mir sicher, dass alles verloren geht. Leicht, mittelschwer, klassisch. Gegner sind tödlich, Polizei mischt sich häufiger ein. Och nö, mittel. Bei allen bin ich mittelmäßig, das nehme ich doch wieder. Blickumkehr aus, Zielhilfe aus. Fahrmodus normal, Tutorials anzeigen, Fahrt überspringen aus, starten. Auf jeden Fall. Der Rest hat ihr soweit gepasst. 2K, 2K Presents. Was präsentieren sie denn? Ein Hangar 13 Spiel. Okay. Basierend auf dem Originalspiel von Illusion Softworks. Ja, fängt ja schon mal gut an mit der Möwe. Und die fliegt sogar in die richtige Richtung. Anscheinend ist es kein Spiel, wo wir auf einem Boot anfangen. Zumindest nicht mitten auf dem Ozean. Sieht aber schon ganz cool aus für den ersten Mafia-Teil. Das Rework haben sie richtig, war ja ein komplettes Rework, nicht nur ein Remaster, haben sie echt gut gemacht. Schade, dass sie es für einen zweiten und dritten Teil nicht gemacht haben. Das ist ein cooler, ist das ein Gefängnistransporter? Nee, das ist ein Postauto. Schade, dass die heutzutage nicht mehr so aussehen. Die heute sind im Verbrauch wahrscheinlich ein bisschen besser und verpesten nicht die Stadt, aber die alten sahen schon cool aus. Und da sind mehr Pakete gefühlt reingegangen. Wir sehen ja einiges von der Open-World-Stadt, die wir irgendwann erkunden können. Oh je, da hatte jemand sein Motorrad falsch geparkt und prompt ein Knöllchen bekommen. Waren damals also auch schon so fies, die Politessen. Ach, ich freue mich auf die Stadt. Don DiPetta als Sam. Ist es Don? Glenn Taranto als Don Salieri. Muss ich meinen italienischen Akzent rauspacken? Würde ich einen haben. Steven Oliver als Frank. Ja, mein Italienisch ist eingeschränkt verfügbar. Bella Poppa als Sarah. Na gut. Und wen haben wir noch? Oh, da ist ein Paket runtergefallen. Ward Roberts als Ralf. Der Ralf aus den Simpsons, ich glaube nicht. Sonst hätten wir ein großes Problem. Ah, das sieht echt schon richtig, richtig geil aus. Kann ich auch auf das Boot? Ich freue mich auf so ein, wie heißt es, Dampfwalzer? Habe ich vergessen. Gut. Ich glaube, die Brücke kennt man ja irgendwo her. Sol Stein oder Stein als Don Morello. Oh, Cola, Werbung für Swift Cola. Demon Clark als Detective Norman. Okay, ich glaube, das ist der Bösewicht. Ist ja ein Mafia-Spiel. Wollen ja nicht mit einem Detective reden. Oder wollen wir das? Hab den ersten Teil nie gespielt und auch hier habe ich vielleicht eine Stunde Spielerfahrung. Wohin des Weges? Wir haben doch uns nichts zu Schulden kommen lassen, oder? Oh je, oh je. Tommy? Ja. Thomas Angelo. Detective Norman. Nicht erfreut. Was ist los? Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Mal eine nette Bedienung. Hat man in Deutschland so selten. Nein, danke. Beziehungsweise in Deutschland hat man halt den deutschen Charme. Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Aha. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Kopf. Ich brauche keine Partner. Sicher? Wir bezahlen gut? Bin eh pleite. Ah, scheiße. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Fußbilder. Wie lange sind Sie schon hier?
Keine Fußbilder. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Weiß ich auch noch nicht. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen. Wissen wir das nicht alle? Die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Okay, eine geworfene Tochter. Schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Wenn man Freunde hat, ist man tot? Keine Überraschung. Okay, er ist nicht überrascht. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen. Nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie? Oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Ja, beides. Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das ich so sehe, ist wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt und nicht größere doch Augenringe. Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Ach, wissen wir das? Stellen Sie mich auf die Probe? Wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Na, wenigstens was. Muss ich ja schon nicht die Teller waschen. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Ja, Verbrechen zahlt sich wohl nicht für alle aus. Erst wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Ja? Wir haben jetzt 2024. Das ist mein Zeitsprung zurück. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Vielleicht ist es auch ein Angebot, das man nicht ablehnen sollte. Bin meistens nachts gefahren, gab mir Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. Bestimmt nette Charaktere. Was mache ich denn da am Reifen? Ventilkappe drauf? Das bringt auch nichts, wenn keine Luft drin ist. Au, au, au. Du Bastard! Pass auf! Damals gab's doch noch keine Airbags. Steh auf, Pauli! Da ist dein Taxi! Wir schaffen es! Los! Komm schon! Na gut, du darfst hingehen. Irgendwohin! Schnell! Ja, schnell kann ich. Ich drück wie... Ich ziel mit einer Knarre auf dich. Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Du genau wie ich. Ich will keinen Ärger. Du kriegst aber Ärger. Fahr! Oh, das Fahren wie ist relativ sie, cool. Dass wir hier sein würden? Obwohl ich ist Maus und Tastatur egal, verwende. Sie abschütteln. Ja, wie viele Autos folgen nicht uns? Das erste Mal, dass ich einen Gegner aber abschüttel. Es dürfen mehr werden. Dann sind die meistens freundlicher gestimmt. Ich probier was aus. Ja, ich habe ein leichtes Manöver gemacht. Keine dummen Fragen. Wir müssen über den Fluss. Nehmen die Giuliani-Brücke. Okay. Ist das hier nicht illegal, ohne Blinker umzudrehen? Beziehungsweise abzubiegen? Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Was für ein Doktor? Den von Doktor Who? Ich rufe ihn trotzdem an. Hey, du Lauschfahrer, du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann mach das. Ja, mach ich doch. Chill mal deine Nuggets. Genauso haben sie in den 1930ern geredet. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Na gut, dann fahre ich einfach geradeaus. Wie in der Fahrschule. Ich habe sogar eine Benzinanzeige. Die sieht aber nicht sehr gut aus. Obwohl, sie wird voller. Rechts ist noch Platz und links. Na, ich fahr durch. Aha.
Ich hätte F drücken müssen. Die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab. Ja. Trefft halt mal besser. Boah. Schnell. Sie sind uns auf den Fersen. Dabei sind wir nicht zu Fuß unterwegs. Sorry, Motorradfahrer. Hau ab. Kann ich hupen? Ich finde zumindest gerade die Hup-Taste nicht. Ja, was glaubst du, was ich hier mache? Nein, sorry, Lady. Nur eine Fleischwunde. Wo muss ich denn hin? Ich kann doch mit Minimap fahren. So, das sieht halbwegs richtig aus. Sind hartnäckig, muss man ihn lassen. Ja, ich habe auch das Gefühl. So, ist das meine Abkürzung, die ich kenne? Yay! Haha. Wieso sind die nicht einfach auf der Straße geblieben? Das sind Gangster, die sind bestimmt nicht so klug hier. Die armen Bastarde, die hier die Straße aufreißen, werden nicht glücklich darüber sein. Rennt doch nicht aufs fahrende Auto. Wie viele Karren waren bei der Übergabe? 4, vielleicht 5. Wo ist die Polizei, wenn man sie braucht? Fühlt sich so an. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Hätten's ahnen müssen. Wenn der Boss davon erfährt, wird es ungemütlich. Ich habe auch das Gefühl. Oh, wir sind ja fast draufgegangen. Die nächste links und wir schaffen's. Komm schon, Trigger. Nicht vors Auto laufen. Hui. Ein Glück. Ich dachte, so schlecht bin ich gar nicht gefahren. Das Spiel sah das anders. Die haben Verstärkung gerufen. Es werden immer mehr. Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Ich arbeite dran. Kann ich auch schießen? Dann ist das Problem schneller gelöst. Au, 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 au. Noch ein HP, es regeneriert. Ach, ist das nicht schön. Zur West Harbor Brücke, schnell! Ja, ich bin da. Hört mal auf, wie treffen die? Und was machen meine zwei Passagiere, die nicht treffen? Ich bin down. Down, down, down. Bin doch normal gefahren. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Nee, gibt bestimmt Checkpoints. Ich hab's doch auf Mittel gestellt. Letzten Kontrollpunkt. Na komm, lade. Fortsetzen. Die haben Verstärkung gerufen. Es werden immer mehr. Außerhalb das unseres geht. Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Hier, da, frontal. Macht sie platt. Macht sie platt. Knarre raus und los. Na gut, dann nicht. Dann weiche ich mal den Feind, dem feindlichen Kugelhagel aus. Komm schon, komm schon, komm schon. Lasst mein Taxi in Ruhe. Boah, ey. Die Brücke ist oben, oder? Ja. Wir schaffen das. Das mache ich doch ständig. Was zum Teufel machen wir? Anschnallen und beten. Na, anschnallen und beten hat geklappt. Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay. Gern geschehen. Hast noch keinen Feierabend. Na gut, ich erwarte aber ein großzügiges Trinkgeld. Das hab ich nicht erwartet. Hat er uns verpfiffen? Du bist ich hab jetzt gar nichts gemacht. Still und wir besprechen das dann in der Bar. Ich kann hier Maulwürfe nicht ausstehen, die einfach ihren Boss verpfeifen. Ach, ich mache ja gerade dasselbe. Glaube ich zumindest. Zumindest gestehe ich dem Detective, was ich hier mache. Okay, wir sind fast da. Na, ein Glück. Nur also einmal gestorben, das ist gar nicht so schlecht. Salieris Laden? Ja, genau der. Sieht aber runtergekommen aus. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Ja. Also einen schnellen Handjob, warum nicht? Geld wäre auch nicht schlecht. Menschen, die am Arsch. Ha, erstmal eine
Kaugummi-Zigarette gegen den Stress. Oh, scheint eine echte zu sein. Macht das nicht nach, das ist ungesund. So, her mit meinen Kohlen. Oh oh. Musik schwillt an. Ist das der Don? Don Desta la Bibliotheca. Tritt aufs Gas, der erschießt uns. Nicht. Entschädigung für deine Mühen. Und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Dankeschön, Sam. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit, frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Na gut, dann leih ich was und setz das alles beim Pferderennen ein. Und das ist die Geschichte, wie ich pleite geworden bin. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt, beim Pokern gewonnen. Die Kratzer im Auto? Du bist einer netten alten Dame ausgewichen. Gabriel. Ja, die eine MP dabei hatte. Wir sehen uns, Junge. Ich bin gespannt. Okay, das ist zumindest nicht der Don, das ist der Sam. Da wollen wir mal weiter. Lost Heaven. Mein Kennzeichen. So Lust fühle ich mich heute gar nicht. Setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen $10 über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Ich blieb draußen. Sehr gut. Dann doch kein Mafia-Spiel. Ich schätze, dann endet's hier und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nee, geht noch weiter, okay. Dann bleibt noch kurz dran. Vielleicht entscheidet er sich ja um. Auf der Flucht, 1930. Nach der Nacht mit Salieris Jungs wollte ich sofort wieder arbeiten. Fühlte sich aber anders an. Als Taxifahrer hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und man denkt auch viel über andere nach. Habe ich so schnell meine Meinung geändert? Sieger, Fahrer! Ja. Fahren Sie oder lümmeln Sie rum? Beides. Ich fahre, Ma'am. Immer am Fahren. So. Ich hätte dir die Tür auch aufgemacht. Olle Zippe. Also, wohin? St. Michael's Church. Ohne Umweg. Ein kleiner Umweg wird ja noch drin sein. Ich fahre immer vorsichtig. Da wären Sie der Erste. Na, dann bin ich aber auch nicht der Letzte, der unvorsichtig fährt. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Ich habe einen Limiter. Gut, dann sind wir limitiert. Stellen Sie diesen Lärm ab. Der macht einen doch verrückt. 4 für Radio, warum nicht? Das ist viel besser. Jojo. Was immer der Kunde will. Pass so auf! Kirche also? Ist schon Sonntag? Augen auf die Straße, bitte. So viel Sonntagsfahrer. Na gut. Hab ich irgendwo eine Hupe? Mit H? Nö. E ist aussteigen. Hat das Auto keine Hupe? Hatten die damals sowas nicht? Wie hat man sich dann beschwert? Doch, die müssen eigentlich eine Hupe haben. Der hat gehupt! Irgendwann werden die es rausfinden. So. Ich bin ein guter Taxifahrer. Die müssen bei mir nicht so lange warten, bis er ans Ziel kommt. Gut, ich fahre wie jeder gewöhnliche Taxifahrer hier in Deutschland fährt. Vorsicht, Straßenbahn! Hup, 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 hup. Beim Park. Was macht die S-Bahn denn da? Straßenbahn, Stadtbahn, was auch immer. So. Lady, raus mit dir, du fängst an zu nerven. Zumindest bist du sehr unfreundlich. So, passt. Hier, bitte. St. Michael's. Das macht 30 Cent. 30 Cent? Als Trinkgeld bekommen Sie einen Rat. Rauchen Sie nie im Auto. Ich rieche jetzt wie ein Aschenbecher. Okay, dann fahre ich weiter. Klar. Wie Sie meinen. Komm schon, fahr los. Olle Zippe.
So. Ha? Ich kann ihn noch überfahren. Nein, nicht. Dann muss ich nochmal die Mission neu starten. So. Ach, die hat Nerven. Ja. Und wenden in einem Zug. Oh, ich glaube, links haben wir noch einen neuen. Was machst du denn? Ich habe Vorfahrt. Ich habe ein gelbes und größeres Auto gehabt. Hey, 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 hey. So, wir haben hier irgendjemanden, der abgeholt werden will. Ja. Mach ich drehe. So, wo darf's denn hingehen? Das macht 1 Dollar, sag ich gleich jetzt schon mal. Kunstgalerie, aber schnell bitte. Klar, schnell kann ich gut. Das ist tatsächlich getimt oben. 1,45. Haben Sie heute frei? Was geht Sie das an? Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Ach, die Leute sind echt scheiße. Kein Wunder wird man kriminell in der Stadt. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. Da draußen gibt's keine Arbeit. Nein! Sie haben den armen Teufel einfach überfahren! Nein, der lebt noch! Okay, letzten Kontrollpunkt klar. Die ist mir vors Auto gehüpft. Ich bin ausgewichen. Hab normales. Besser kann man es in der Fahrschule nicht lernen. Aber schnell bitte. Klar, oh. Schnell kann ich gut. Dass die Fußgängerin hier einfach auf die Straße hüpft. Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Was glaubst du, was ich hier mache? Sieh sich das mal einer an. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. Die nehmen sich jetzt ein Taxi, anstatt Arbeit zu laufen. Gibt es immer. Man muss sie nur finden. Verstehe. Sie sind ein sehr beschäftigter Mann. Sieht man dieser Tage nicht oft. Ich habe diese elende Depression kommen sehen. Hab gut verkauft. Der hat meine Depression kommen sehen? Ich darf beschäftigt sein. Hätte mich ja warnen können. Sehr beschäftigt damit, sich alte Bilder anzusehen? Ich habe eine Besprechung mit einem Kollegen, nicht, dass Sie das irgendwas anginge. Verstehen Sie vielleicht, nur ein leichter Auffahrunfall. Bis dahin, nichts zu sehen, Herr Offizier. Sie mich in Ruhe. Herr Polizeiwachtmeister. Ja, kapiert. So, weniger als eine Minute haben wir noch. Komm schon, ich will schön um die Kurven driften. Habe ich eine Handbremse? Vielleicht Leertaste. Schnell, 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 schnell. Sonst gibt's kein Trinkgeld. Nur noch wieder so einen dämlichen Ratschlag. Oh, kann das nicht mehr als 60 Meilen die Stunde fahren? Ich hoffe mal, das ist auf Meilen gestellt. Sonst wäre man ja echt langsam. Limiter. Polizei. Polizei voraus. So, der hält an. Und lässt uns vorbei. Ist das nicht schön? Wir haben noch 18 Sekunden. Aber wir sind auch gleich da. So, dann noch ordentlich um die Ecke driften. Ja. Bleiben Sie vor der Galerie stehen. Was soll das? Ach komm, ja. Theoretisch hätte ich aufpassen müssen. Praktisch gesehen. Kunstgalerie, aber schnell bitte. Klar, oh, müssen wir alles nochmal machen. Dann werde ich bis kurz vorm Ende skippen. Wir haben es eilig. So, bleiben diesmal. Sie vor der Galerie stehen. Diesmal langsame Anfahrt. So. Wunderbar, raus Danke, mit dir. Mann. Hier sind 50 Cent. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ich sagte 1 Dollar. Hub die Polizei mich ehrlich an? Was wollt ihr? So, echt, ich finde, das haben wir gut gemacht. Heute. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten Arschloch. Klingt ja wie eine Freitagnacht bei mir. Nee. So, einsteigen. Alles, was keine Miete zahlen will. Rein mit dir. Ist das Pauli? Nö. Ja, bist du? Oh Mann, du siehst fertig aus. Ich habe seit 5 gearbeitet. Was ist Ihre Ausrede? Fusel. Macht Sinn. Wohin fahren wir? Little Italy, 21. Straße. Na gut. Okay. Nach ich Little Italy. Ich erzähle dem Bullen nichts von Ihrer Schnapsfahne und Sie sagen nichts, wenn ich zu schnell fahre. Alles klar? Alles klar. Gute Fahrten dabei heute? Nein. Ein paar. Aber man kann nie genug haben.
So, diesmal Fußgängerverlust freifahren. Seit dem Börsencrash ist ja alles scheiße. Ich sitze auch nur hier, weil ich besoffen bin und mich verlaufen würde. Die Bullen sehen genug Betrunkene. Die suchen nur nach Leuten, die das Zeug schmuggeln. Ich hab sie schon nach kleinen Fischen angeln sehen. Mag sein. Wenn sie meinen, dass sie was aus dir rausholen können, ist jeder Vorwand recht. Was? Die sind auch korrupt? Die Stadt ist verdammt korrupt. Und ob. So. Zum Glück muss er nicht kotzen bei meinem Fahrstil. Da ist er der Erste. So, bitte, raus. Mein Cousin hat um die Ecke einen Kaffeestand. Mach eine Pause und sag ihm, Lucio schickt dich. Lucio? Danke. Mach ich vielleicht. Na gut, kostenlosen Kaffee immer. Immer her damit. Jü, und nu? Ah, ich schlürf an meinem schwarzen Gold. Nein! Na, Kumpel, dann war mein Kaffee. Nein? Ja? Wer ist denn du? Na, mein Taxi in Ruhe. Au. Bist du Morellos etwas sauer? Solltest Salieris Schläger nicht helfen, hä? Jetzt breche ich dir ein paar Knochen. Damit du nicht vergisst, wer in dieser Stadt das Sagen hat. Wirst du weißen Probleme mit dem Laufen haben. Komm in Ruhe. Sieh dir den an. Es wird ja noch richtig spaßig. Los, auf ihn. Nicht auf ihn. Oh nee, wieso muss ich rennen? Ja, renn halt. Au. Au. Wieso hat der mich jetzt so leicht ausgeschalten? Erstmal bleibt mein Charakter einfach stehen. Das sollte er garantiert nicht machen. Und dann hat irgendein Passant mich noch umgeschubst. So, das kriegen wir besser hin. Vielleicht hätte ich es doch mit Controller spielen sollen. Lauf! Ah, jetzt. Lauf, du Gurke! Spring, du Gurke! Ah, die Hüpfgurkensaison ist eröffnet. Weiter geht's. Ja, ich bin schnell. Bei manchen Sachen ein bisschen zu schnell. Lauf, 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 lauf! Polizei, Hilfe, ein Überfall! Wieso kann ich mir nicht einfach ein Auto von denen klauen? Hilfe! Wartet hinter der Gasse! Oje, 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 rauch mit dir. Lauf, du Taxifahrer! Oh, hier gibt's Hunde. Bye, bye. Oh, ich glaube, ich hab's ja abgeschüttelt. Hey, pass doch auf, wo du hinfährst. Kannst nicht einfach Leute anfahren. Alles gut, Junge? Dino, Lou, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Der ist ausgebucht. Ach, wirklich? Ja. Das ist der Lieblingsfahrer von Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann... Hör mal gut zu, wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Dann geht ihr mit Toten hin. Gar nicht mehr. Also gut. Wir sehen uns, Jungs. Gehen wir los. Was für Ärsche. Und jetzt ziehen sie den Schwanz ein. Danke. Gern geschehen. Komm mit, sagen wir dem Don Hallo. Don Salieri? Ja. Er wird hören wollen, was passiert ist. Oh nee. Nicht der Nächste, der mich hier umbringen will. Bist du der Don? Siehst ein bisschen aus wie Robert De Niro. Auf der Flucht abgeschlossen. Dann können wir ja fortsetzen. Wann komme ich endlich auf so ein schönes Dampfschiff? Molotow-Fete. Ich mag zwar Cocktails, aber Molotows gehen zu weit. Die schmecken gar nicht.
heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon. Von den Fahrten, Sir, ich fühle mich hier verantwortlich. Ich kann mein Taxi nicht essen. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Außer im Bett. Das hätte ich gesagt. So. Und Tommy? Ja? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Sehr gut. Ich hoffe, da ist sehr viel Geld drin in meiner Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Ich bin vorsichtig. Das ist mein dritter Name. Ist der Boss schon fertig? Nee, du kannst noch länger auf deinem Arsch sitzen. Wer ist der Neue? Ich muss mich umsehen. Ist ihm gefallen? Wird er den Boss fahren? Nee, so schnell verlierst du deinen Job nicht. Hi, Jungs. So, ich habe mich umgesehen. Nett hier. So. Ciao, Jungs. Oh, hier ist eine Zeitung. Die mobs ich. Prohibition here to stay. Alkohol wird prohibitiert, wird verboten. Und bleibt verboten. Boah, bisschen verschnupft bin ich immer noch. Jedenfalls muss ich jetzt los. Ja. Na gut, du gehst voran. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Das klingt doch gut. Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Na, das klingt doch gut. Ich nehme Raketenwerfer und ein paar Granaten. Und anscheinend Molotow-Cocktails. So heißt die Mission ja. Oh, der macht ja alles, der Mechaniker. Buongiorno, Vincenzo. Ciao. Buongiorno. Die wird singen. Oh, der ist mir sympathisch. Das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Was Kurzes habe ich schon. Nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Da hab ich genau das Richtige. Ein Stift, mit dem man den Lack leicht zerkratzen. Boah. Ja, das klingt doch gut. Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Sehr gut, ich nehme Mai Tai. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versengen. Die habe ich mir gestern noch getrimmt. Da habe ich also keine Probleme. Ich nehme gleich das Pack. Das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Sehr gut. Ich kümmere mich um mich selbst. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Ein fahrtüchtiger Idiot. So wie jeder andere Autofahrer. Wieso sind wir denn jetzt so leise? Au. Die arme Rübe von dem Kerl. Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph. Ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Oh, das hätte ich nicht gesagt. Kapiert, Ralph. Sicher, Pauli. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht.
Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Sehr gut. Dann mache ich das, was ich am besten kann. Hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Pauli hat aber bisschen... Wie nennt man das? Innere Unsicherheit. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Ja, so siehst du auch aus. Keine Ahnung, warum aber wer könnte es dir verdenken? Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Rolf kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Ja, würde ich auch sagen. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Mir gefällt's. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Brems! Ihr macht das am hellsten. Boah, die Tag. Bremsen sind schlicht. Normalerweise nicht. Aber das war. Hey, wir zerstören heute Ihre Karren, nicht diese Kiste. Entschuldigung. Normalerweise nicht. Aber das war Ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, ja, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Das Aber ist schlecht. Wenn wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das finde ich gut. Danke. Joa, da bedanke ich mich gleich mit. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Das klingt auch gut. Ja, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, ach was, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Mal schauen, wie es läuft. Sü. Vollgas. Voll krass. So, abbiegen. Hui. Also das Auto fährt sich auch relativ cool, muss ich sagen. Ich würde auch den Milchlaster oder Tanklaster Wir da vorne jetzt fahren. Wir sind in Morellos Revier. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Okay. Und noch ein bisschen mehr. Das kann ich mir merken. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Und mit ihren Waffen, würde ich mal sagen. So. Sieht so aus, als ob wir es gleich geschafft hätten. So. Einmal noch geradeaus, keinen Unfall bauen. Sind sie das? Okay, wir sind fast da. Na gut. Einmal eingeparkt. Schuppi. Aussteigen. Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Das sind faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Das ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Na, das kleine Licht können wir ja ausknipsen. Schleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Kann ich dir ein bisschen Geld geben, Kollege? Entschuldigung. Ich habe keinen Trigger dafür. Okay, wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, ja. Genau so. Der Boss sollte uns öfter zu Jobs rausschicken. Tja, er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Das klingt gut. So, was nun? Kletter über das Tor und auf ihr Dach. Ich lenk den Typen ab, während du dich von hinten an ihn heranschleichst. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Wie komme ich aufs Dach? Ach, auf das hier. Und die kriegen das nicht mit, sind die doof.
Na gut. Ich bin in Deckung. Hey, was zur Hölle tust du da? Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle machst du hier hinten? Wer bist du? Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Dino? Zahiris Jungs wollen in der ganzen Stadt Morello und und gute Nacht. Der ist nur bewusstlos. Kommst du nicht rein? Wie zerstöre ich die Autos? Also weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Kriege ich hin. Ich würde aber gern das werfen. Na gut, muss erst den Schläger wählen. Ich würde nur zu gerne die Gesichter von diesen Idioten sehen. Ja, ich graf nicht. Verdammt! Sturmangriff! Oh oh. Hey, weg von dem Wagen! Mach ihn alle aus! Das willst du unbedingt Nein. sterben? Gott, das ist genauso. Gut gemacht. Und der sieht jetzt mein Gesicht nicht? Von denen gibt's noch mehr. Heiz ihn mit dem Molotow richtig ein. G gedrückt. Ja, den hast du gut erwischt. Nein. Das hat er. Ich hatte nur zwei Molotows. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Nein, ich habe echt keine mehr. Schade. Weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon, weiß ich, wo du es abstellst. In Norfolk wurden brennende Autos und Schüsse gemeldet. Ich nehme die Medizin. Los, genau rein da. Morellos Laden. Da haben sie sich die falschen Leute. Jo, durch geht's. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Das klingt sinnvoll. Komm zurück, ihr Schweine! Nein! Scheiße! Da sind Bullen! Da ist also, sie. Was machen wir? Abhauen! Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Oh, das klingt gut. Gut. Sie sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. Nein! Nein! Fahrzeug umdrehen. Fahr, gerne Tom, doch. Fahr! Ja, ich fahr. Wohin? Weg von hier, okay. Ah, warum denn zwei okay. Fahndungslevel? Wie sind sie los? Bleib unsichtbar, bis sie abdrehen. Ich gebe mir Mühe. Ah, die sind direkt hinter uns. Nein, die biegen hinter uns ab. Los, 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 los. Oh, da rechts steht auch ein Polizist. Ich glaube, wir schaffen es. Wir haben es fast geschafft. Komm schon. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da ist ein Zeppelin. Zurück mit uns zum Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Das ist besser. Dann bin ich beim falschen Team. Also, hat sich's gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? War nicht ja. schlecht. Schätze ich mal. Nichts geht übers erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ja, das sagen das die Leute zumindest. Dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages ja habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Aha. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Red mal schneller aus. Aber viele von uns kommen von der Straße. Ich sage, wir stellen dich dem Boss vor. Dann geben wir eine Runde aus. Das klingt gut. Ich habe noch nichts vor, also... Und jetzt halt die Backen. Hast du nichts vor.
Wir füllen Vinny sowas von ab, dass Luigi ihn durch die Tür rausrollen muss. Ja, das klingt gut. Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben habe? Das parkt noch da. Warum? War eine üble Kiste. Die hier ist besser. Ein besseres Auto mit einem kaputten Fenster? Frische Luft hat noch nie geschadet. Das stimmt. Pauli ist zumindest schlagfertig. Und wird er vielleicht mal mit meinem Schlag fertig? Ich weiß es nicht. Muss mich ja erst gut mit ihnen stellen. Ich bin ein Undercover-Cop. Irgendwie. Bin ich eigentlich nicht. Bin ein Undercover-Taxifahrer. Hey, ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, setzt euch. Dankeschön. Nein, aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Dein Frontallappen? Die Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zorn schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gerne. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Dankeschön. Du könntest Besorgung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Also Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Danke, Jungs. Du musst ein paar Regeln begreifen, also hör gut zu. Ich höre zu. Kein Gesuch in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionen Wörter. So eine Scheiße. Wenn sie sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens, wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Aber auch nicht, weil sie schlau sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier, in diesem Raum, haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Großen Schwanz. Oder Loyalität. Man kann es nicht wissen. Sie sind loyal. Es war das Zweite. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Ach, keine Sorge, das wird nie passieren. Wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Oh, vielleicht doch. Also gut. Willkommen in der Familie. Danke, Dün. Darf ich dich jetzt auch abknutschen? Sehr gut. Jetzt habe ich Hunger. Luigi, Könnte ein bisschen vertragen. Willkommen. Dankeschön. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah, bellissima. Was sie kocht oder sie selber? Na gut, Kapitel abgeschlossen. Dann machen wir mal weiter. Normaler Tagesablauf 19:30. Die ersten Tage in Salieris Bar lief nicht viel. Kisten schleppen, Nachrichten überbringen. Die Jungs erzählten Geschichten aus der Heimat. Meist warteten wir einfach. Ich dachte schon, das Leben in Salieris Truppe wäre ziemlich ungefährlich. Was wusste ich schon? So wie ich mich kenne, gar nichts. Ich glaube ja. Oh je. Müssen wir wieder was klar biegen. Na gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.